Alright, das Feedback stimmt. Dann ja, begrüße ich euch zum heutigen JFD-Devisen-Radar Mittwoch, 23. Mai 2018. Heute, wir wollen uns dem Markt zuwenden. Erstmal auch danke für das Feedback hier zahlreicher Natur, um auch hier natürlich zu wissen, dass ihr mich hört und auch seht. Das sollte man zu Beginn immer tun. Da hat die Vergangenheit hier doch auch schon den ein oder anderen Schwenker an nachhaltigem Input hinterlassen, nach dem Motto, ich rede und rede und rede und dabei war ich noch gar nicht online. Insofern ganz, ganz wichtig und danke für das Feedback. Neben dem natürlich heute hier beim JFD-Devisenradar im Sinne des Radars, der Markt heute hier anständig gescreent gehört. Das müssen wir tun. Der Markt hat hier reichliche Bewegungsimpulse abgesetzt, die ja interessant sind, unter die Lupe zu nehmen, um eben mal hier zu schauen, was sozusagen der Markt hier schöne oder für schöne Setups kreiert. Aber natürlich auch ihr als Teilnehmer hier durchaus mitwirken könnt, im Sinne von Fragestellungen, im Sinne von Intraday-Setups oder eben anderen Ideen, die euch hier umtreiben. Insofern auch hier immer der Aufruf, das werde ich so alle Turnusse wiederholen, ja, auch für die neuen Webinar-Teilnehmer dann, dass man hier mal aufgerufen ist, eben mitzuwirken und mitzuagieren. Ja, ganz wichtig. Es ist natürlich mehr ein Konsum auf der einen Seite, wenn man natürlich hier nur den Bildschirm sieht. Ich habe übrigens überlegt, auch das Ganze ein Stück weit interaktiver zu machen. Der ein oder andere wird es wahrscheinlich auch kennen von ja, klassischen YouTube-Übertragungen, dass man ein bisschen mit dem Bild nochmal arbeitet, dass ihr auch mal mich seht, meine Station, dass ich die Kamera mal hier rumschwenke, dass ihr mal meine Arbeitsstation seht. Das wären auf jeden Fall auch Ideen der Zukunft, wenn ihr das wünscht, dann auch einfach mal hier das Feedback abgeben. Also beim Gotmore Trader selbst, wo ich auch jeden Morgen die Live-Sendung mache, hier beim JFD-Devisenradar, ist das ja nicht der Fall. Das heißt, da ist es immer Screen only. Das heißt, man filmt nur den Bildschirm sozusagen ab. Aber man weiß es ja aus der Gaming-Industrie oder überhaupt halt das interaktive YouTube, dass man eben auch den anderen sieht am Bildschirm. Ich meine jetzt, man muss mich nicht eine ganze Stunde reden sehen, aber zum Welcome einfach mal in die Kamera grinsen, glaube ich, halte ich für ganz interessant. Wenn ihr das auch so seht oder Schrägstrich auch wünscht und wollt, gebt mir bitte Feedback in den Chat oder eben im Nachgang an support@jfdbrokers.de. Das auf jeden Fall. Also heute, wie gesagt, hier das Radar jetzt die Stunde. Wir fangen gleich an. Morgen hier mit dem André Stacke hier ein paar schöne Strategien und auch noch hier gleich der Hinweis, da gibt es auch noch ein Gimmick im Nachgang dann am Ende des Webinars für alle JFD-Kunden. Also ist man hier JFD-Kunde, dann hat man hier auch dann durchaus noch einen Vorteil abzufassen am Ende dieser zwei Webinare, die es denn dann morgen gibt. Das mal so als Randbemerkung. Okay, stürzen wir uns in den Markt. Hier sehen wir US-Dollar-Yen. Hier gab es schon mal die grobe Kelle, die grobe Klatsche. Warum? Yen stark, natürlich hier Risk on. Der Markt geht in Sicherheit, Schrägstrich, wenn Aktienmärkte korrigieren, hat das Yen in aller Regel einen Kapitalzufluss. Das sehen wir heute hier ganz extrem. Ist auch nicht überraschend, wenn die Märkte hier entsprechend einknicken. Wir gehen mal hier auf den Gotmore Trader, da oben alles tiefrot. Hier oben direkt in der im Overview, selbst Gold kann hier nicht davon partizipieren. Das ist ein schwaches Zeichen. Wir haben den Goldpreis heute gecovert, auch im Devisenradar. Hier morgen, hier seht ihr das, Gold und Bitcoin. Euro wahnsinnig unter Druck. Das ist echt der Knaller, wie der hier nach unten wegknallt. Das ist echt der Wahnsinn. Das müssen wir uns definitiv jetzt mal alles unter die Lupe nehmen. Ich war ja auch British Pfund US-Dollar Long. Mich hat es heute auch rausgekegelt aus dem Trade. Es ist unglücklich, aber es gehört eben zum Trading dazu. Ja, da, wenn man hier nur gewinnen würde, A, würde der Markt an sich nicht mehr funktionieren und B, ja, wäre es dann auch praktisch viel zu einfach. Und das ist ja genau das, wenn viele Marktmeinungen und Stimmungen aufeinandertreffen, kann es eben auch immer wieder kunterbunt dahergehen. Wir haben aber jetzt mal hier den US-Dollar veranschaulicht mal hier. Ich hatte auch hier einen Short-Trade, der mich leider abgeholt hat. Laufen hier mit dieser Idee, dass sich hier sozusagen ein Widerstand bildet. Das ist dann aber jetzt hier kein Widerstand mehr gewesen, sondern nunmehr eine Unterstützung. Auch hier beim Radar, wo ich dieses Währungspaar gecovert habe, lasst uns kurz hingehen. Das war hier am 17.05. Ja, hier haben wir im Endeffekt die Idee gehabt, dass es praktisch oberhalb von 112 werden durchaus weiter aufwärts gehen kann. Das ist auch, also besser gesagt, nicht oberhalb von 112, was erzähle ich hier, mit diesem Ausbruch in Richtung 112 gehen kann. Und hier auch die Idee, und das, obwohl ich eben auch einen Short Trade hatte, dass der Markt sich hier zusehends gegen meinen Short Trade stemmt. Aber da muss man auch sagen, braucht man eine gewisse Nüchternheit. Das heißt, man kann natürlich hier seine Ideen skizzieren und auch aufzeichnen und praktisch in den Markt geben. An dem Tag, wie gesagt, hatte ich schon eine Short-Position laufen. Nichtsdestotrotz habe ich hier schon gesehen, oha, das sieht mir hier schon gefährlich aus. Also das sah schon so aus, als würde die Short-Position ausgestoppt, aber mit kalkuliertem Risiko,
What the hell, da kann man am Ende auch nichts machen oder sagen, dann ist es eben so und dann wird man ausgestoppt. Nichtsdestotrotz hätte hier das auch ein Fake-Manöver werden können am 17.05., der Markt dann wieder abdrehen können. Nichtsdestotrotz haben wir die 112 und darum geht es jetzt, noch nicht mal erreicht. Wir sehen mit dem heutigen Ausverkauf hier den klaren Einbruch und insbesondere auch hier unter dieses Level von 110,25. So eine horizontale Unterstützung von Anfang des Jahres hier sehr schön angelaufen, kleines Support-Level gebildet, hier auf der linken Seite dann durchgeraucht, Rücklauf an exakt diese Market-Price-Action-Zone, sehr, sehr interessant. Dann kam direkt der Abverkauf, hier sind wir jetzt drüber gegangen. Das war auch hier so ein Stück weit das Trigger-Level oberhalb von 110 oder besser gesagt auch hier dann praktisch sich so nach und nach von den Shorts zu verabschieden. Er ist halt hier richtig rausgegangen und hat dann hier eben das Signal geliefert, hier in Richtung 112-112,50 anzusteigen. Doch mit der heutigen Kerze relativiert sich das zusehends. Wir sehen hier wirklich jetzt einen sehr, sehr negativen Bias. Wir sahen heute schon wesentlich tiefere Preise. Wir sehen es ja hier, wir waren schon gute 40 Pips tiefer. Enorm schwach, sämtliche Inpairs an dieser Stelle. Und da sehen wir, dass der Markt bzw. hier der US-Dollar sich gerade so ein Stück weit erholt. Wir haben dennoch hier ganz klare Divergenzen, die sich jetzt sogar noch mehr gerade hier in der Signal- und Triggerlinie kennzeichnen. Also direkt hier oben auch schon. Das Histogramm liefert uns jetzt gar nicht mal so viel Infos. Das sieht hier aber schon sehr bärisch aus. Also ich muss schon sagen, ich bin versucht, hier eine neue Short-Position aufzuladen, um ehrlich zu sein, auch vor dem Hintergrund, dass der Dollar dann doch irgendwann mal eine Pause einlegt. Aber das, wie gesagt, eh keine Handelsempfehlung, aber die Idee muss man ja hier mal durchspielen. Man muss ohnehin jetzt mal abwarten, wie der Tag endet. Die aktuelle Tageskerze hat ja schließlich noch ein paar Stunden bis zur Vollendung. Aber grundsätzlich das Long-Setup, was sich mit diesem Ausbruch über 110,25 erschloss, ist, wenn wir gerade unter 110,25 schließen, eigentlich vom Tisch. Insofern machen wir jetzt hier mal ein Update zum US-Dollar-Yen. Können wir den Chart mal hier schön clean. Das machen wir jetzt hier direkt real-time, direkt vor Ihren Augen sozusagen im Sinne der Divergenz könnte. Also wir sollten heute schon drunter bleiben. Vielleicht spuckt er noch mal ein Stück weit tiefer, kommt dann aber hier an dieses Level zurück. Das mache ich auch gleich rot, weil es ein Widerstandslevel ist. Und dann wäre eine Idee, dass wir hier auf jeden Fall in den Sinkflug übergehen. Das ist eine mögliche Idee, weil wenn der heute nochmal recovered, also hier im Endeffekt, jetzt machen wir auch eine Widerstandslinie drauf, wenn der jetzt im Endeffekt wieder hier hochschießt, diese Kerze relativiert oder morgen das gestrige, also am morgigen Tag, das Hoch von heute, das wäre hier 110,92, wenn er das wieder überwindet, dann sind wir sofort wieder im Bullenmodus und dann haben wir hier relativ wahrscheinlich Preise in Richtung 112,50 zu sehen und dann könnte es hier in diesem Aufwärtstrendkanal auch weiter nach oben gehen. Bleibt aber aufgrund der derzeitigen Schieflage jetzt nicht unbedingt mein favorisiertes Szenario. Ihr kennt ja auch den Spruch, sell in May and go away. Ja, also der Punkt ist natürlich ganz klar, für den Fall, dass die Aktienmärkte jetzt schwächer tendieren sollten, das wissen wir alle nicht, rein statistisch ist es aber insbesondere ab Juli auch speziell der Fall, dass die Märkte schwächer tendieren, dann neigt der Yen automatisch zur Stärke. De facto haben wir hier übergeordnet noch einen Abwärtstrend, gerade jetzt auf Orfeo hier praktisch, Grüße an dieser Stelle, danke für deine Botschaft an dieser Stelle. Übrigens, wer hat geschrieben, Dollarindex neues Hoch? Da sehe ich leider den Namen nicht. Tut mir leid, da vielleicht nochmal ein... Bist du das, Günther, vielleicht sogar? Weil Günther, bei dir sehe ich den Namen auch nicht sehen, nur weil du das immer brandest mit deinem Namen im Nachgang. Bernd, dich sehe ich als auch sogar. Bernd, schreibst du ja direkt Bernie, Doppelpunkt, sehr geil. Im Grunde genommen haben wir aber hier aktuell so einen korrektiven Gegenlauf. Ja, also das ist hier definitiv so, dass man hier natürlich in diese, also Orfeo jetzt, in diese Erholungsbewegung sogar noch weiter auf Long spekulieren könnte, aber das ist hier schon ein Stück weit angezählt, die ganze Geschichte. Und wir gehen mal hier mit dem Fibus ran. Letzte Reaktionshoch, also markante Reaktionshoch, man könnte auch das Hoch von als Ausgangspunkt von dieser Bewegung nehmen, aber wenn man hier das die signifikanten Hoch und Tief sieht, also ich skizziere euch mal, was signifikante Hochs und Tiefs sind, das muss man natürlich auch mal wieder mal definieren am Ende. Das sind hier praktisch genau die Spitzen immer 1, 2, 3, 4, signifikant hier und dann würde ich sogar das nächste Hoch erst hier setzen und dann sind wir hier, 1, zack, zack, zack. So, und das ist hier ein sehr, sehr starker Aufwärtsimpuls, der aber noch, der ist hier drüber gegangen, gar keine Frage, mit dem Ausbruch über diese Trendlinie hier hat er im Prinzip auch ein Signal geliefert, aber wir sind hier noch nicht drüber. Also das ist im Prinzip schon noch ein Stück weit korrektiv hier einzustufen.
Und das zeigt mir, wenn man hier long geht, aktuell in die Impulsbewegung rein, kann das Ding natürlich nach oben raus laufen, auch weiter. Also oberhalb von 111 bin ich bei dir. Unterhalb dessen würde ich hier eher so ein Stück weit eben auf die Short-Richtung spekulieren wollen. Schauen wir uns doch mal dazu auch mal den Seasonal Chart an zum US-Dollar-Yen. Ich habe übrigens eh noch zwei, drei Seasonal Charts, beziehungsweise viel mehr Pattern auch dabei. So, dann haben wir hier einen starken Juni. Komm, wir gehen nochmal direkt nochmal einen Monat weiter. Also Daten mal einlesen lassen. So. Und ja, wir sehen, dass wir im Prinzip jetzt in den Mai Ausklang hinein seitwärts laufen, dann nochmal ein Reaktionstief statistisch machen. Dann kommt der Juni und ich sagte ja schon, der Juli eher auch definitiv ein sehr bärischer Monat. Und da könnte hier der Punkt einer neuen Abwärtsbewegung kommen. Aber wenn man sich die Punkteskala anschaut, dann ist das hier eher nüchtern zu betrachten. Insofern würde ich das jetzt hier nicht überbewerten, als dessen, dass jetzt hier definitiv der signifikante saisonale Hype nach oben und dann der Einbruch nach unten kommt. Aber wir wissen, wenn die Aktienmärkte stärker notieren, dann ist der Yen nicht gesucht. Risk-off-Modus, alles schön rein in die spekulativen Anlagen. Und wenn das Ganze dreht, Risk-on, was wir heute sehen, dann neigt der Yen zur Stärke. Alle Paare, die in Yen gehandelt werden, das ist immer die zweite Währung bei so einem Währungspaar. US-Dollar wird hier in Yen gehandelt. Also ein US-Dollar ist hier praktisch eben die 110 Yen wert. Und ja, wenn es bei dem Risk-On-Modus sozusagen dazu kommt, dass das Geld in den Yen fließt, dann verliert dieses Währungspaar hier an Wert. Also der Dollar sozusagen. Und wir sehen hier wusch die heutige Tageskerze. Und das sieht eben tatsächlich so aus, als werden einerseits schwache Hände abgeschüttelt, aber aufgrund der Größe der Kerze und der Dynamik, gerade wenn die sich heute hier nicht signifikant erholt, sondern eben doch tief schließt, tief schwarz, dann haben hier Kapitalumschichtungen oder sind hier Kapitalumschichtungen erfolgt, die man definitiv mit zweierlei Maß messen muss und die auch hier natürlich das Risiko an den Tag legen, dass es weiter nach unten gehen könnte. Wie es immer so ist, liebe Leute, ihr müsst hier ganz klar mit klaren Chance-Risiko-Verhältnissen arbeiten. Ja? Bernd hat auch heute hier, und das hat er auch nochmal aufgerufen, neben, ich bin ja auch in Facebook aktiv oder gerade Guidance als Plattform der Kommunikation. Hier ist es wieder sehr, sehr dünn geworden zuletzt, ja, in Sachen Kommunikation, auch weil Martha gerade hier ihre Intraday-Charts nicht mehr reinpostet. Aber hier zum Beispiel der Bernd mit dem Euro-Try-Trade, den können wir uns auch gerne mal anschauen. Liebe Leute, ihr könnt hier tatsächlich in Guidance die Charts scheren. Ihr seht das hier in den Beitrag reingeknallt, Statement dazu. Dann rufe ich mir beispielsweise den Chart auf und schau mir mal an, was der Bernd hier so für Trading-Ideen hatte, Schrägstrich, was so abging. Und hier auch sehr schön zu sehen, ich achte durchaus auf Divergenzen, ich finde das sehr spannend. Eine schöne Ausbildung von Divergenzen und dann jagt er oder knallt er hier durch. Ja. Ich meine, Erdogan und türkische Monarchie, will ich mal fast sagen, oder vielmehr Diktatur, das ist ja noch das bessere Wort, trifft hier natürlich genau zu. Und wir sehen, wie die türkische Lira immer mehr abgestraft wird. Und das ist hier natürlich schon eine extreme Übertreibung. Wir sehen es auch hier im RSI-Oszillator. Hier Werte schon, die sind über 80. Wenn wir jetzt hier mal zurückgehen, da wird es schon dünn. Oh, da sehen wir hier eine Phase im Jahr Januar 2017, wo es ähnlich so einen exorbitanten Anstieg gab. Und das sehen wir jetzt auch hier. Und wir sind natürlich überkauft. Also wir, ohnehin, der Euro wertet hier massiv auch der US-Dollar gegenüber der türkischen Lira tut Gleiches. Also hier signifikant krass nach oben laufend. Hier die türkische Lira in dem Fall mega schwach unterwegs. Und wir sehen aber, dass es natürlich hier auch früher oder später zu einer Umkehr kommen kann, wie sie es dann auch hier im Jahr 2017 tat. Da wurde hier auch ein schönes Doppeltop ausgebaut. Das sah hier sehr schön aus. Und dann konnte man hier mit der türkischen Lira auch sozusagen spekulieren. Und der Witz ist ja bei diesem Währungspaar, dass es gerade bei Shorts enorm hohe Swaps, also Zinsgutschriften gibt, aufgrund der Zinsdifferenzen beider Länder, Schrägstrich EU-Zone, Türkei. Wir haben hier unterschiedliche Zentralbanken, unterschiedliche Währungen, unterschiedliche Leitzinssätze. Und das ist natürlich hier, wenn man hier die starke gegen die schwache Währung spielt, genau der Punkt, dass man, also zinsstarke Währung gegen die zinsschwache, dass man dann sozusagen hier entsprechende Rollovers auch kassieren kann. Im Falle dessen eben, dass man hier die Zinsdifferenz ausnutzt. Und das wär eben beim Euro-Try zum Beispiel ein Short-Trade, also dass man den Euro, den zinsschwachen Euro sozusagen gegen die starke, zinsstarke türkische Lira short-tradet und dann gibt es Swap-Gutschriften über die Nacht.
Aber das, wie gesagt, hebelt sich enorm aus, wenn wir eben solche Aufwertungsprozesse wie jetzt sehen. Und da hilft nur eins am Ende des Tages, und das ist auch hier das Stop-Loss, also kalkuliertes Risiko. Und Euro-Try ist halt auch hektisch, ist auch ein politisch sehr, sehr volatiles Währungspaar. Und da muss man schon ein Stück weit mit allen Wassern gewaschen sein, um hier mit diesem Währungspaar da auf Tuchfühlung zu gehen. Aber wie gesagt, Short-Trades können sich hier durchaus auszahlen, im Sinne dessen, dass man hier auch Zinsgutschriften kriegt. Und wenn natürlich dann noch eine Abwärtsbewegung dazu kommt, dann hat man gleich zweierlei Gewinnpunkte, um hier praktisch engagiert zu sein. Also bleibt definitiv interessant, aber in dem Fall muss man einfach sagen, ist es ein sehr, sehr heißer Wert. Aber nichtsdestotrotz, hier immer drauf schauen, dass man hier eben auch durchaus ein bisschen mal ein Comment zeichnet oder Kommentare tauscht, sich sozusagen ja einfach ein Stück weit am Markt bewegt und eben interagiert auch. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich den US-Dollar-Index hier finde. Den kann ich hier jetzt, glaube ich, so gar nicht einladen in diesem Feld. Dann machen wir mal ein anderes auf. So, drala, da haben wir sie. Gehen wir mal auf die klassischen. Dann suche ich mir hier mal den US-Dollar-Index gerade raus. So. Schwuppeldiwuppel. So, den haben wir ja auch regelmäßig gecovert. Den müssen wir ja einfach auch mal im Auge behalten. Wir sind jetzt hier in einer signifikanten Widerstandszone. 93,50. Da sind wir schon bei 94 knapp. Also sehr, sehr starker Tag. Das war ja auch das, wir hatten das unlängst mal skizziert. Ich werde das vermutlich morgen unter die Lupe nehmen, Euro-Dollar, US-Dollar-Index, also hier den Dollar-Index-Future als solchen, der den Außenkorb, sage ich schon, den Außenwert des Dollars in einem Währungskorb aus sechs Währungen darstellt. Den werde ich wahrscheinlich morgen im Radar covern. Ihr seid heute hier im Radar schon dabei, dass ich das im Prinzip jetzt hier live mit euch mache. Und dies spricht auch unter anderem dafür, dass hier in diesem Bereich jetzt, das ist eine Price-Action-Zone, mit gewissen Preisspuckern, wir wollen gar nicht zu weit zurück, es reicht schon die letzten 3 Jahre, dass es hier an diesem Punkt immer wieder auch natürlich, sehen wir auch hier jetzt wie so eine Art Schulterkopf-Schultern ausgebildet, aber hier so ein Stück weit eben auf Widerstand traf das Ganze. Und das ist jetzt die Intention, auch gerade nach dieser starken Rallye, dass es hier mal eine Verschnaufpause gibt. Deswegen auch der US-Dollar-Yen Short. Sieht interessant aus. Halten wir uns das mal fest. Neues Hoch beim US-Dollar-Index, ganz klar, das ist da. Da kann noch ein Stück weit rüberspucken, aber so langsam sind wir hier schon in einer exponentiellen Aufwertung, exponentiellen Bewegung. Und es könnte ja mal eine Verschnaufpause geben. Aber ihr wisst es auch, gerade am Währungsmarkt, liebe Leute, wir haben es ja auch hier bei der Abwertung vom Dollar gesehen. Es war ja jetzt nicht so, dass im Jahr 2017 der Euro jetzt irgendwie unterirdisch unterwegs war. Im Gegenteil, der ist ja massiv. Oder hat ja massiv aufgewertet. Und das lag natürlich auch daran, weil der Dollar so schwach daherkam. Und jetzt findet hier so ein bisschen das Umkehrspiel statt. Und trotz dieser starken Aufwertung seit April, jetzt hier diese Seitwärtsphase war eine Art Bodenbildung, mit diesem neuen Reaktionshoch ging es dann nochmal richtig zur Sache. Und das kann natürlich jetzt hier, klar, wenn wir uns hier oberhalb von 94 Punkten stabilisieren, dann kann der hier richtig nach oben spucken und wieder den dreistelligen Bereich anvisieren. Was das für den Euro bedeuten würde, ist jedem klar. Dann haben wir beim Euro fast schon ein Fake-Signal und das sieht dann definitiv weniger schön aus. Wäre jetzt aber nicht mein favorisiertes Szenario. Aber hätte, wenn und könnte und aber. Man muss gerade am Währungsmarkt auch ein bisschen über den Tellerrand schauen und auch hier mal schauen, was so geopolitisch abläuft. Ich will jetzt nicht unbedingt Trump und Nordkorea irgendwie hochjubeln, aber es gibt viele Konstellationen, auch die Zinsentwicklung, die Inflationsentwicklung, die hier praktisch Berücksichtigung finden müssen. Und rein technisch gesehen spricht ja viel für einen starken Dollar. Ja, nicht nur, dass wir oder dass die USA eine stärkere Wirtschaft hat als solches, aber es ist natürlich auch so, dass der Zins, die Zinsdifferenz klar dafür spricht und die Eurozone ja hier immer weiter wieder zurückrudert, um die Schritte zu tun, die die US-Notenbank ja schon im Jahr 2014 ankündigte und dann eben auch zwar mit großer Verzögerung, aber umgesetzt hat, letztlich die Leitzinsen anzuheben. Und das wird dies ja auch weiter stattfinden. Das heißt, die Schere zwischen den Zinsschrauben wird hier immer weiter auseinandergehen. Und das macht sich natürlich auch auf den Anleihemärkten bemerkbar. Und das ist so eine Riesenspirale, ein Riesenrad, was sich hier dreht. Und letztlich wird die Zukunft gehandelt. Und gegenwärtig spricht hier viel dafür, dass der Dollar eben dann jetzt seine Schwäche aus 2017 wohl hier ein Stück weit relativieren will in 2018. Aber jetzt kommt's. Ihr wisst, der Zyklik wegen, und da zeige ich auch gerne nochmal den Zyklik-Chart. Sekunde, den muss ich jetzt mal mir einladen, weil den habe ich jetzt so ad hoc nicht parat, aber Moment, ich kann ihn natürlich mal schnell vorzaubern, ja, weil das eben so ist. Öffnen, schwubbeldiwupp.
Da haben wir ihn. Rein zyklisch sind wir jetzt hier nach dieser starken Aufwertungsphase des Dollars, und da sehen wir auch eine kleine Erholung durchaus vom Dollarindex, die hier praktisch dann auch mit dem weiteren Jahresverlauf hier rein zyklisch auch seinen Anstand nimmt. Ich werde diesen Chart auch aktualisieren lassen. Wie gesagt, der ist rein auf Monatsbasis. Aber da kann eine Erholung kommen und trotzdem das jähe Dollar, der Dollarverfall scheint hier dennoch zu kommen, rein zyklisch zu gesehen. Und rein zyklisch gesehen ist es ja auch so, dass man sagen muss, neben den Leitzinsanhebungen sind wir schon in einem relativ reifen Zyklus. Schaut euch zum Beispiel mal Aktien an. Da fällt mir jetzt, glaube ich, mal die Amazon an. Da müsste ich jetzt mal gucken. Moment. War es die Amazon? War es die Amazon? War es die Amazon? Ja, genau. Guckt euch die mal an. Das ist der Amazon-Chart hier aus dem Jahr 2004. Also wenn das nicht eine exponentielle Bewegung ist, dann weiß ich auch nicht. Wer auf Bitcoin schaut, ganz klar, ist ja auch gut dabei, aber wer eine Amazon sieht, der sieht hier auch einfach mal, was hier abgeht. Und das sieht man sehr, sehr deutlich, ja, dass es an den Aktienmärkten jetzt auch derzeit nur eine Richtung gibt und oder gab. Und ich glaube nicht, dass das ewig so weitergehen wird. Also die Frage ist eben, wie das Ganze weitergeht. Und Ottmar, du schreibst es auch gerade, Trump einen so starken Dollar akzeptiert, dass bleibt mal abzuwarten. Ja, die USA hat ja eh ihre eigene Binnenwirtschaft als solches. Ich meine, mit der Abschottung, das funktioniert auch so lange, wie die eigene Binnenwirtschaft stark ist. Da wollen wir jetzt gar nicht zu philosophisch werden. Grundsätzlich, woran ich mich eben orientiere, fern der ganzen fundamentalen Rahmendaten, wo man wirklich vom Hundertsten ins Tausende kommen kann, gibt es dann noch gewisse Sachen, die man einfach, sage ich mal, übergeordnet im Auge halten muss. Nicht jeden Tag, um Gottes Willen, aber einmal im Monat sich da so ein Update zu verschaffen, reicht. Genauso wie mit den COT-Daten, Commitment of Traders Report jeden Freitag, sollte man auch, das ist ja wie gesagt eher so eine vergangenheitsbezogene Auswertung, die muss man nicht jede Woche auf Intraday-Basis für die kommende Woche auswerten, sondern einfach hier Monatsbasis mal so schauen, was sich da in den großen Stellschrauben getan hat. Unabhängig dessen verrät mir natürlich so ein Preisschart, die Price-Action selbst sehr, sehr viel über den Markt, über den Marktzustand, und das ist ja das, was wir im Prinzip auswerten. Und jetzt kommt ein kleiner feiner Unterschied. Gerade durch die technische Analyse können wir eben mit hervorragenden Risikoparametern arbeiten und uns hier Chance-Risiko-Verhältnisse skizzieren, die am Ende des Tages hier hoffentlich in der Masse dann zum Erfolg führen. Und bei einem Chance-Risiko-Verhältnis von 2 zu 1, also sprich, man versucht jedes Mal das Zweifache seines ursprünglich eingegangenen Risikos zu verdienen, kann man auch hier mit tieferen Trefferquoten als 50% überleben. Und das ist eben auch ganz, ganz wichtig, wenn man hier eben auch immer wieder die Chance ins Verhältnis zum Risiko setzt und hier mit Werten von über 2 arbeitet, 2 mindestens, ja. Also Chance-Risiko-Verhältnisse sollten höher sein, um sich eben hier einfach nur einen Vorteil zu erarbeiten, weil man wird nie richtig liegen. Aber wenn man eben hier technisch skizziert, wie die Preis-Action abläuft und dann eben anhand dessen sich Parameter festlegt, die im, sage ich mal, Swing-Trading oder auch kurzfristigen Trading dann sozusagen hier Vorteile liefern können, dann ist man eben genau an dem Punkt, dass man an dem Chart, an der Massenpsychologie nicht vorbeikommt. Ja. Und Währungen sind an sich Aktien von Ländern, die hier gegeneinander gespielt werden. Das sind ja immer Währungspaare. Und das gilt es eben im Fokus zu halten. Und da kommen wir jetzt mal weg vom US-Dollar-Yen, den ich mir, wie gesagt, mal in den Fokus nehme für den Fall, dass wir jetzt hier noch einen kleinen Spike nach oben sehen und hier natürlich dann unter Umständen eine Einstiegschance finden könnten. Bleibt, wie gesagt, spannend, ist spannend. Ich werde es definitiv hier im Auge halten. Heute aufgrund des Risk-On-Modus, wie gesagt, alle Yen-Pairs mit absoluter Schieflage. Wir haben den Euro-Yen neulich gecovert. Ich will den hier nochmal aufnehmen. Auch hier bei einem der letzten Radarsendungen. Das ist hier einfach eine schiefe Tasse. Guckt euch das mal an, das sieht da eigenartig aus. Zaubern wir das mal hoch. Hier ein schönes Rounding, schöne Bodenbildung. Eigentlich strukturell ganz interessant. Und ja, Euro-Yen hat auch hier eine weitere Aufwertung erfahren, trotz dessen, dass der Euro ja nicht wirklich vom Fleck kam. Die Schwäche des Yens hat hier gut zugespielt, aber heute auch hier radikal. Also das ist ja mal der Knaller. Hier geht es wirklich mehr als 200 Pips nach unten. Lasst uns das mal kurz messen hier aktuell. 250 Pips, alter Schwede, das ist mal eine Bewegung hier. Und hier wird wirklich viel Kapital gedreht, gewechselt. Und wenn ich mir den Chart jetzt anschaue, unter der Voraussicht, dass der Yen weiteren Zuspruch erfährt, wie beim US-Dollar-Yen ja möglicherweise erwartet, ist es auch hier so, dass wir hier diesen signifikanten Unterstützungsbereich, diese Zone, das Rounding ist jetzt eh schon dahin, aber diese Zone jetzt hier durchaus
als Widerstandslevel definiert werden darf und mögliche Erholungsphasen hier in dem Bereich 129,50, 130 Short-Einstiege sein können. Und hier jetzt mal sehr schön skizziert, wir gucken uns auch mal die Saisonalität vom Euro-Yen mal an, wenngleich der US-Dollar hier als Major-Pair das relevantere Paar ist, wird einfach viel mehr gehandelt, weil wir die zwei großen Währungsblöcke schlechthin gegeneinander haben. Naja, auch eine Seitwärtsgeschiebe. Obgleich der Juni-Impuls nicht ganz so stark ist wie beim US-Dollar gegenüber dem Yen, aber im Juli spricht viel für fallende Preise auf breiter Front. Ich will nicht sagen, dass sich das bis Juli jetzt hier hinzieht, aber das sieht technisch schon arg angeschlagen aus. Und ein erstes Korrekturziel, das ist hier für den charttechnischen schrägen Trendlinien-Trader wahrscheinlich eine hervorragende Basis, um hier so ein Pullback zu initiieren, weil schaut euch mal an, was immer passiert ist, als der diese Linie hier touchiert hat, wenngleich man sagen muss, gerade am Milliarden-Schrägstrich, was sage ich, viel mehr Billionen-Markt Forex, man schon ein bisschen unken muss, um zu sagen, also jetzt ist es so, dass die großen Währungstrader hier genau an diese Trendlinie, auf diese Trendlinie schauen, das will ich jetzt mal in Frage stellen, weil sie es nämlich nicht tun. Hier müssen eher große Währungsorders platziert werden. Und die werden eben auch mal gerne in den Markt gegeben. Und das sieht man dann auch, gerade wenn das Sammelorders sind, die dann hier mit solchen Kerzen repräsentativ sich darstellen. Und wenn es dann dazu kommt, dann kann man hier sozusagen so einen kleinen Haltepunkt durchaus identifizieren. Aber viel spannender fände ich es jetzt eben, wenn wir hier so ein Stück weit rumdengeln, hier nochmal einen Rücklauf in diese Widerstandszone machen und dann eben hier signifikant nach unten einbrechen. Das wäre eine Hausnummer. Weil dann sehen wir auch hier, dass der Euro-Yen luftleeren Raum aufzeigt. Da müssen wir uns jetzt wirklich mal ein Stück weit rausscrollen. Also die erste, jetzt muss ich mal gucken, die erste Zone ist hier 126,05. Das wäre eine Unterstützungszone. Als erstes Ziellevel und dann eigentlich auch diese Stauzone hier um 123. Also das ist schon der Brüller, aber das sieht hier keineswegs gut aus. Also wenn der hier diese, ich sag mal, auch noch schützende schräge Trennlinie, jetzt kommt es natürlich, schräge Trennlinien, schräge Typen, gar keine Frage. Ich will das nicht überbewerten, wie gesagt, weil so eine Trennlinie, wenn die, ja, die wird beim am großen Währungsmarkt, spielt diese Trennlinie sicherlich keine Rolle. Sie ist aber hier einfach schon markant als Zone definiert. Viel wichtiger sind neben solchen schrägen Trennlinien solche Horizontal-Price-Action-Zonen und die haben wir hier jetzt heute sauber durchstochen. Und um den Trade jetzt mal hier ein Stück weit zu kristallisieren, wäre das Niveau um 129,50 beispielsweise ein schönes Einstiegslevel. Man könnte dann hier, wie gesagt, Yen Pairs halte ich definitiv im Auge für einen möglichen Einstieg, über die letzten Bewegungshochs hier den Stopp setzen. Dann werden wir hier bei, sag ich mal, müssen wir nochmal mit der ATR genau abgleichen, aber nehmen wir mal 200 Pips, da sind wir auf jeden Fall überdurchschnittlich. Das wäre das Risiko, was sich hier aufwirft. Und wenn wir hier einen Einstieg kriegen und der Markt nicht über die Marke hier von 131 deutlich rauszieht, wäre auf der anderen Seite natürlich hier diese Chance gegeben. Und da hätten wir hier einen ersten Impuls bis 126,05 Grad dargestellt, wäre praktisch die Chance. Nicht ganz so schön das Chance-Risiko-Verhältnis. Ja, wir riskieren 200 Pips, um knapp 345 zu verdienen. Aber wenn die Party richtig Fahrt aufnimmt und wir gehen in den Bereich 123, dann hätte es sich schon bezahlt gemacht und dann haben wir hier ein CRV, was deutlich über 2 ist, um nicht zu sagen, schon über 3. Und dann haben wir genau die Situation, die es dann eben spannend macht. Wir wissen am Ende des Tages niemals, ob der Markt hier durchsackt, ob der das Risiko abfischt. Deswegen an bestimmten Punkten muss man auch seinen Trade irgendwann mal absichern und den Markt entscheiden lassen. Letztlich können wir hier ohnehin nichts anderes tun und um es einfach am Markt zu agieren und hier sozusagen auch beständig am Leben zu bleiben, als dass wir hier immer wieder versuchen, Chance-Risiko-Parameter auszuloten und hier zu definieren. Und am Ende wird der Markt zeigen, ob wir richtig liegen. Und da gibt es auch nicht den heiligen Gral, der jetzt hier immer das Geld verspricht oder den Mega-Algorithmus. Letztlich muss man sich einfach versuchen, hier entlang zu hangeln und eben Chancen zu identifizieren. Und ich denke, das tun wir hier ganz gut und werden praktisch im Nachgang nach dem US-Dollar-Yen und dem Euro-Yen jetzt auch nochmal das britische Pfund gegenüber dem Yen anschauen, der nämlich hier heute nochmal als Schlusslicht schlechthin rangiert. Und auch hier der letzte Tendenzpfeil nach oben. Wir sehen auch hier, dass wir das Chance-Risiko entsprechend bemalt hatten. Letztlich verpuffte hier die Chance. Und hier gibt es auch immer die Intention, dass man den Stop-Loss nach bestimmten Entry-Punkten nachzieht, verringert und es dann irgendwann schafft, das Risiko auf Break-Even zu setzen. Das heißt, der Trade ist risikolos. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die man pflegen und hegen sollte. Allerdings nicht nach dem ersten Einstiegstag sofort den Trade auf Break-Even setzen, sondern hier vielmehr dann an dieser Stelle den Stop
sukzessive Nachziehen, Schrägstrich an einem bestimmten Punkt. Meistens ist es bei mir, wenn ich das Risiko verdient habe und der Chart eben technisch gesehen gut aussieht, dass ich dann hier den Stop sozusagen auf Einstand stelle. Dann ist das Risiko rausgenommen, der Trade sozusagen risikolos und kann nur noch Gewinne auffahren. Hier in dem Fall jetzt, wie gesagt, hat es nämlich gar nicht gereicht, hier diese obere Trendlinie, die wir tendenziell mal im Visier hatten, zu attackieren. Hier auch die letzten Hochs vom April. Hat nicht gereicht. Der Preis ist hier schon vorher ein Stück weit schwächer geworden und heute schlägt er durch und hätte sogar das ursprüngliche Startrisiko dieses Setups komplett abgeholt. Und jetzt ist eben die Situation die hier, 148 Yen. Schaut euch mal diese Zone an. Hochinteressant. Preisspike vom Dezember 2016. Preisspike vom Mai 2017. Hier hat es noch nicht mal ganz geschafft im Juli, also in den Sommermonaten. Dann gab es hier eine dynamische Aufwärtsbewegung im September. Dann hat sich das ganze Level hier um 148 Yen als Unterstützungszone dargestellt. Ausbruch, wieder Rücklauf, sehr schön nochmal bestätigt, hier mit diesem Doppeltief, wunderbar. Und dann ging es richtig nach oben ab, die Luzi. Dann hier durchgeraucht, also hier mit diesem Unterstützungstest der Kerze vom, was sieht nochmal spannend aus, hier am 14.02. Britisch Pfund Yen ohnehin sehr volatil, dürft ihr nicht vergessen. Dann durchgeraucht nach unten, fast schon ein klares Verkaufssignal geliefert und wie das an den Märkten so ist, dann kam ja umgehend das Reversal. Und wenn so ein Reversal kommt, also der Markt seine Einstellung ändert oder dreht, wird es immer sehr, sehr spannend, weil man dann an diesem Punkt durchaus auf diese Gegenbewegung setzen kann. Jetzt haben wir nämlich hier aber den Punkt, dass es nicht gereicht hat, Abwärtsbewegungen initiiert. Jetzt sah es so aus, als würden wir die letzten Hochs nochmal attackieren. Dann können wir hier auch nochmal mit dem Fibus kurz arbeiten. Aber ihr seht das ja schon. Hier das 61er Level wurde durchstochen. Hier so ein Stück weit seitwärts agiert. Und wenn eine Bewegung, das war der Bewegungsimpuls, bis zum 38er Level zurücksetzt und sich stabilisiert, ist das sehr bullisch. Am 50er Level hat man praktisch den Münzwurf. Das heißt, es kann nach oben gehen, aber es kann auch tiefer gehen. Am 61er Level muss sich die Bewegung stabilisieren, zwangsläufig. Und wenn es das nicht tut, dann sind wir ganz schnell hier komplett an der Relativierung der Bewegung. Aber ein 61er Rückgang verspricht im Prinzip nicht so einen direkten Anstieg an die letzten Bewegungshochs. Das habe ich hier mal unterstellt. Dazu ist es nicht gekommen. Und mit dem heutigen Tag sehen wir auch, dass wir das hier relativieren müssen. Aus der 148er Widerstandszone oder Unterstützungszone, die hier auch ein Stück weit gehalten hat, wird jetzt ein Widerstandscluster und ich sehe hier im Prinzip durchaus auch eine schöne Short-Chance. Abwärtstrendimpuls lässt sich sogar hier mit einer technischen Trendlinie skizzieren. Und wenn man jetzt das Fibo-Level sieht, was man durchstochen sieht, würde ich einen Rücklauf hier in dem Bereich 148 gern sehen. Wenn der kommt, könnte man hier drauf spekulieren, dass es zumindest ein Test in Richtung der Marke von 145 Yen gibt. Und hier auch wieder sehr schön skizzierbar, um das Ganze zu unterstreichen. Wenn man hier bei 148 oder 148,50, wer es drauf anlegt, sozusagen die Parameter bemisst, auch hier 220 Pips Stop Loss, dann sehen wir auch hier, dass das Chance-Risiko-Verhältnis nicht so ideal daherkommt. Ja, wir riskieren 220 Pips, um rund 300 zu verdienen. Das ist ein CRV, was einem keinen statistischen Vorteil bringt, aber eine Trade-Idee zumindest zulässt. Ja, es ist ein CRV unter 2, aber dennoch interessant. Man kann auch hier mit kleineren gestaffelten Orders reingehen oder halbes Risiko fahren. De facto muss das ja bei 145 nicht stoppen und dann wird es eben richtig spannend, gerade wie beim Euro-Yen, weil wenn der dann nämlich dieses Level unterschreitet signifikant, dann reden wir nochmal richtig über Abgaben im Bereich von 500 Pips und dann sieht das Chance-Risiko-Verhältnis auch schon wieder viel, viel besser aus. So sieht's mal aus. Schwuppdiwupp. Setzen wir hier auch noch die Chance dran. Und da wird es schon wieder sehr, sehr interessant, okay? Und das ist es, was man eigentlich Tag ein, Tag aus machen muss. Man muss auch manche Tage mal einfach sein Feuer oder sein Pulver trocken halten oder mal 2 Wochen auch gar nichts machen. Ich meine, wenn man im Urlaub ist, ist es eh der Fall. Aber möglicherweise verpasst man dann auch interessante Chancen. Aber de facto ist das hier eine hervorragende Ausgangslage. Ich mache den blauen Pfeil nochmal ein bisschen anders. Sprich, wenn wir das Reaktionstief hier von Ende Februar, Anfang März rausnehmen, dann sieht das für mich so aus, als würde der Markt auch nochmal richtig nach unten spucken können. Das kann auch mit einer zeitlichen Verzögerung erst im Sommer passieren, aber es sieht für mich nicht gut aus aktuell. Wenn das Pfund jetzt hier noch negative Daten bekommt, weil das Pfund ja ohnehin sehr volatil ist, Brexit lässt grüßen und überhaupt, dann denke ich, kann das auch hier, wie gesagt, noch beschleunigt stattfinden. Aber das britische Pfund, also alle Yen-Pairs, einfach mal im Auge behalten, finde ich persönlich sehr, sehr interessant zum Coverage. Judiut, wir haben jetzt noch den US-Dollar-Schweizer Franken. Genau, da hatte ich ja den Trade auch laufen.
Da ist es so, trotz der Dollarstärke, Schweizer Franken ist zurzeit mega stark unterwegs. Hier haben wir übrigens auch einen schönen Divergenz-Trade gehabt. Den haben wir auch im Devisenradar vorgestellt. Ja, hervorragende Divergenzausbildung. Und hier der Euro-Schweizer Franken ja jetzt auch genau in dieser Impulswelle, die ich praktisch sehen wollte. Erste Preisziel bleibt hier die 0,9850, Schrägstrich 0,9750. Das Risiko des Trades, wie gesagt, kann, obala, jetzt habe ich hier, Moment, Kopien raus. So, das Risiko des Trades, ich sagte es ja schon, weil wir heute auch schon signifikant neue Tiefs gesehen haben, ist raus. Der Trade ist praktisch bei mir auf Break-Even schon abgesichert. Das heißt, sollte es jetzt dazu kommen, dass der hier nochmal nach oben spuckt, so what, dann ist das Ding auf Break-Even raus. Aber ansonsten läuft das weiter und so nach und nach kann man dann je nach Bewegungsimpuls eben auch den Stopp hier nachziehen. Aber diese Grundidee hier sehr schön aufgegangen und jetzt muss man einfach mal sehen, ob der sich hier so nach unten weiter ausdehnt. Ja, ob der hier praktisch den Flow, die Fahrt, die er aufgenommen hat, weiter aufrechterhält und summa summarum sollte er es auch tun. Gerade wenn der Dollar, wir haben den Dollarindex hier ja auch gesehen, hier an dieser Stelle, gerade wenn der jetzt nicht nach oben rausspuckt, sondern hier in diesem Bereich sozusagen jetzt rumeiert, meinetwegen auch nochmal ein Stück weit nach oben geht, aber mehr oder weniger dann doch mal einen korrektiven Impuls vollzieht, ja, dann wäre natürlich US-Dollar Schweizer Franken oder ist US-Dollar Schweizer Franken hier eine hervorragende Wahl, weil der sich sozusagen dann nach unten weiter ausdehnen dürfte oder die Bewegung vielmehr nach unten weiter ausdehnen dürfte. Genau. US-Dollar Schweizer Franken gibt es gar nicht mehr zu sagen. Gehen wir mal auf den kanadischen Dollar. Das ist ein kleines Biest. Ja, schauen wir uns das mal an. Da macht Trading keinen Spaß. Schaut euch diese Nummer mal an. Also hier, das war ein schönes Setup, aber mit dem Spucken hier über die 1,31 ist ja auch damals Stop-Loss gefüllt worden. Den hatten wir auch damals im Radar schon häufiger im Fokus. Also US-Dollar-Cut-Looney auch genannt, sehen wir auch jetzt hier an dem Verhalten der letzten Tage ganz, ganz tricky. Ja? Also hier fehlt jegliche Art von Trendimpuls oder starken Bewegungsimpuls. Und wenn der natürlich nicht kommt, dann kann man hier nur noch hinterher schauen. Schrägstrich wird ständig auf der einen oder anderen Seite ausgestoppt. Der Looney hat mich dieses Jahr schon zweimal abgeholt. Einmal mit dieser guten Intention hier. Das war auf jeden Fall eine Trade-Idee, diesen hier sozusagen zu shorten. Dann hat er dieses neue Reaktionshoch gemacht, was per se erstmal bullisch war. Dieser Rücklauf hier hätte auch als Pullback-Bewegung gewertet werden können, um dann weiter nach oben rauszuziehen. Aber wir sehen, letztlich ist dann das passiert, was so ein Stück weit auch hier schon angenommen wurde, ohne den Spike nach oben, dass man im Prinzip Preistief sieht. Und dann kam der entsprechende Rücklauf, auch nicht in voller Gänze hier bis 1,24, aber zumindest hat er nach unten seinen Abwärtsimpuls vollzogen. Schöne Erholung wieder gestartet. Und wir sehen, dass er bei 1,29 doch schon nach wie vor Probleme hat, sich nach oben zu entfalten. Nach wie vor Probleme, sich nach oben zu entfalten. Das ist definitiv so. Und hier meines Erachtens, das müssen wir jetzt einfach nochmal einfangen, aufgrund des Rumgerange der Looney aktuell nicht wirklich ein Trade wert. Ja. Einzig, wenn er eben das Tief hier vom 11. Mai rausnimmt, auf der Südseite könnte man einen Short gehen, wenn er sich über der 1,29 etablierten Long, aber hätte, wenn und könnte, hätte Fahrradkette, in dem Fall technisch jetzt für mich nicht wirklich so interessant. Also weil eben hier die Fehlsignale sich einfach zu sehr gehäuft haben und da würde ich einfach mal warten wollen, bis hier ein klarer Bewegungsimpuls zu sehen ist. Also da gefallen mir die Yen-Pairs aktuell eben schon besser und das muss man betrachten. So. Mal die Fragen gecheckt. Wer noch Fragen oder Anregungen hat, Attacke. Ich scroll gerade mal durch. So ein paar Währungspaare wurden noch abgefragt. Oh, Bernd, das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Bild- und Tonverzögerung. Was sehe ich hier gerade? Nee, bis auf deiner Meldung kam hier keine in negativer Art und Weise. Und der eine oder andere will hier noch ein exotisches Pair sehen. Da gehen wir gleich mal zu den Swing Trades über. In Sachen Gold, was ich jetzt hier auch nochmal abgefragt sehe, liebe Leute, da schaut es einfach hier auf meinen Stream. Schrägstrich auf die Gottmode Trader Startseite. Heute Morgen, wie gesagt, gab es den Goldpreis und auch den Bitcoin im Coverage.
Ja, der Chart von heute Morgen dazu. Also hier präferiere ich eigentlich auch einen weiter schwächeren Goldpreis, was per se hier nicht unbedingt für eine Stärke des Dollars, für eine Schwäche des Dollars spricht, weil hier auch die Korrelation natürlich vorherrscht. Ein starker Dollar ist eher Gift für den Goldpreis und umgekehrt. Ist der Dollar schwach, hat der Goldpreis mehr Profitabilität davon, aber Korrelation sind nicht in Stein gemeißelt und haben auch keine 100% Garantierelevanz. Technisch, und wenn wir uns daran halten, sieht das auch beim Goldpreis eher negativ aus. Definitiv negativ. Also das, also wenn 1260, 1250 nicht kommen, wäre ich ja praktisch enttäuscht. Obwohl hier auch wieder gilt, ihr seht das Risiko, wenn eine Erholung kommt in Richtung 1300, halte ich es für sehr, sehr interessant, den Goldpreis zu shorten. Man könnte ihn auch direkt shorten. Lass uns doch mal den Live-Chart hier nehmen. Da ist er. Man könnte auch direkt auf aktuellem Niveau schon shorten. Sogar heute hier mit der temporären Stärke hätte man hier sogar schon knapp unter 1300 einsteigen können. Aber das ist sehr wildes Rumgefuchtle. Ja, wildes Seitwärtsgelaufe, wo man einfach sagen muss, das ist einfach unschön. Dennoch, wenn er das Tief hier eben vom 21. Mai auflöst, dann bin ich mir relativ sicher, dass es dann nach unten geht, weiter nach unten geht im prozyklisch in die Trendrichtung. Andernfalls, wenn er hier nochmal nach oben spuckt, wie gesagt, aufgepasst hier 1300, das ist eine schöne runde Hausnummer. Da könnte man nochmal Shorts einladen und insbesondere dann aber hier auch die Absicherung nicht vergessen, ne? Also wenn der hier rauszieht, deutlich über 1310, das ist ja das Widerstandslevel, was sozusagen als erste Barriere Halt geben sollte für den Fall, dass der Goldpreis hier nach oben spuckt. Hier bei 1310 müsste, schrägstrich sollte er stoppen. Wenn er noch ein Stück weit nach oben läuft, dann darf er keinesfalls über 1326 gehen. Wenn das nämlich passiert, dann ist es passiert auf gut Deutsch. Dann hat der Goldpreis auf jeden Fall hier diese Range zurückerobert und dann sieht es eher so aus, als würden wir hier nochmal diese oberen Preislevels im Bereich 1357 etc. attackieren. Aber danach sieht es, wie gesagt, jetzt gegenwärtig nicht aus. Goldpreis, habe ich es doch mal kurz gecovert, aber schaut es das, wie gesagt, hier im Video von heute Morgen gern nochmal an. So, Euro Out hatte ich gestern. Das war im Prinzip heute die Chance, den hier short zu traden. Schaut euch das an. Das ist praktisch hier genau der Punkt. Gestern haben wir das Pair gecovert. Hier ist eine mögliche V-Umkehr nie auszuschließen. Mit dem heutigen Spucker sogar hier über die 1,56 höchst, höchst bullisch. Jetzt sind wir hier aber näher an den Tagestiefs dran, als man lieb haben will. Wir gehen jetzt auch mal hier auf den Seasonal Chart, der Euro-Austral-Dollar. Hier mit Blick auf die kommenden 60 Tage kurzfristig auch hier mit Einklang des Junis schwach unterwegs. Das sieht technisch gesehen wirklich interessant aus. Die Frage ist eben, ist es ein Fake oder nicht? Ich hatte überlegt, habe es nicht getan, wollte erst mal sehen, was der Markt hier macht. Hier im Bereich 1,5630, schönes Unterstützungslevel, hier einen möglichen Long zu starten. Wollte aber erst mal sehen, was passiert. Man sieht jetzt hier mit dem Auftakt hier sozusagen in den neuen Wochenmodus knallte der Markt ja hier nach unten durch und insofern war es auch richtig, hier keinen Long zu starten. Erst wenn er sich hier über 1,56 etablieren würde, speziell über 1,5630, wäre dieser blau gestrichelte Pfeil aktiv und dann könnte man über ein mögliches Long-Engagement nachdenken. Solange das nicht passiert, eher ruhig bleiben. Aber hier die Idee des Short-Setups hat sich heute per se schon mal fast erfüllt. Und hier mit diesem Hochspucker hätte man den Short laden können. Wie gesagt, habe ich jetzt nicht fokussiert. Ich würde sogar noch die nächsten 1, 2, 3 Tage abwarten wollen, was der Markt macht und jetzt hier nicht überhitzt in diesen Trade reinspringen. Aber Euro out, wenn es kein Fake war, dieser Ausbruch nach unten, dann kann man dieses Währungspaar durchaus auch auf der Südseite spielen. Ich aktualisiere mal den Chart dahingehend, dass wenn es über 1,5630 ginge, der Markt dann hier sozusagen doch eher Ambition nach oben aufwerfen dürfte. Bleibt aber nicht das favorisierte Szenario aufgrund der gegenwärtigen Lage. Das heißt, der Euro selber sieht hier noch deutlich schwach aus. Also Euro-US-Dollar schauen wir uns auch gleich nochmal an. Deutlich schwach, definitiv. Aber wenn es so offensichtlich scheint, kommt es ja manchmal doch anders, bekannter Art und Weise. So, schauen wir jetzt mal hier auf den Euro-Dollar-Chart. Den haben wir, oder habe ich selbst jetzt sozusagen seit einiger Zeit schon nicht
mehr gecovert, aber das damals exemplarisch dargestellte Verlaufsszenario, dass wir zumindest mit großer Wahrscheinlichkeit fallende Preise sehen dürfen, hat sich erfüllt. Wir sind jetzt hier in dieses Unterstützungsniveau um 1,17, 1,1720 rangelaufen. Dieser horizontale Unterstützungsbereich ist von Interesse. Jetzt haben wir natürlich bis dahin gespuckt. Gestern gab es so ein, also vorgestern ein Stück weit Bogenbildung. Das sah eigentlich ganz konstruktiv aus, aber jetzt gibt es eben nochmal hier mit der groben Kelle. Und man muss zugestehen, mögliche Erholungsimpulse wären auch aufgrund dieses intakten Abwärtstrends eigentlich jetzt gegenwärtig Short-Einladungen. Das muss man einfach so sehen. Der Markt hat hier durchaus die Ambition, wohl weiter zu fallen. Da müssen wir uns auch das ganz große Bild vergegenwärtigen, weil wenn der hier unter die 1,1450 sackt oder zu deutlich unter die 1,1450 geht, dann haben wir hier ein komplettes Fehlsignal hier aus 2017 vorliegen und dann wird es wirklich bitter. Also dann hat der Euro dann doch ein Stück weit Schieflage, obgleich, und das ist ja der Zyklus-Chart von vorhin auch, den ich euch gezeigt habe, dass nicht mein favorisiertes Szenario bleibt. Also es würde mich schon überraschen, wenn der Dollar entgegen des Zykluses jetzt dieses Jahr und die nächsten 3, 4, 5 Jahre weiter aufwertet. Also das würde mich wirklich überraschen, wenn das passiert. Wir werden es sehen. Bleibt also spannend am FX-Markt, definitiv. So, tralala. Haben wir den Chart mal dahingehend ein bisschen geschmückt. Dieses 61er Fibo-Level ist jetzt auch eine Widerstandszone. Also es wird rot und röter hier oben beim Euro-Dollar. Und mit diesem neuen Reaktionstief von heute hat sich dieser Abwärtsimpuls bestätigt, der durchaus hier gerade seit Mitte April sehr, sehr steil daherkommt, weiter bestätigt. Und man muss auch sagen, quer durch die Markt Sphären war mit so einer, also nach diesem Seitwärtsgeschiebe hier oben im Januar. Das ist aber auch interessant. Der Markt ähnelt dem Goldpreis. Seit Januar hier in dieser Range mehr oder weniger gefangen. Dann hat man hier mit diesen tieferen Hochpunkten schon so eine gewisse Abwärtstendenz. Man nennt das auch so fallendes Dreieck an der Stelle. Und man hat hier dann schon so ein Stück weit mangelnde Kaufkraft gesehen. Als der dann hier im April durchgerauscht ist, war im Prinzip durchaus anzunehmen, dass der Markt erstmal weiter korrigiert. Dass der aber so schnell und in diesem wasserfallartigen Impuls hier die Marke von 1,17 touchiert, muss ich sagen, hat mich persönlich auch selbst überrascht. Und ich hätte auch das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar nicht long gespielt, wenn ich mir nicht hier mal hätte eine anständigere Gegenbewegung erwartet, um obgleich dann durchaus auch wieder die nächste Gegenbewegung short zu spielen. Also das bleibt ganz genauso auch auf der Agenda, dass hier Euro-US-Dollar weiterhin ein Währungspaar ist und bleibt, was ich hier gern im Falle möglicher Erholung durchaus nochmal short spielen würde, obgleich aufgrund der starken Abwärtsbewegung und eben auch dem Dollarindex es mehr oder weniger mal Zeit wird, dass der anständig nach oben läuft. Ja, ob das dann aber eine dauerhaft große Erholungsbewegung wird, das bleibt mal dahingestellt. Ich bin immer noch ein Stück weit eurobullisch im ganz großen Bild, aber dazu muss er erstmal wirklich wieder zeigen, dass er wieder, sage ich mal, auch Rückenwind bekommt von der Käuferseite. Und da fehlt es natürlich auf breiter Front gerade. Das ist definitiv absolute Mangelware. Der Euro wird ja hier niedergeprügelt. Und insofern eben hier auch dann sozusagen mehr dann proaktiven Short suchen, wenn er hier hochläuft. Also ein ideales Short-Level, wenn man das mal benennen darf, wäre meines Erachtens hier die Zone zwischen 1,19 und 1,1950. Wenn er hier nochmal ranlaufen würde. Aber dazu muss man einfach mal das Verhalten der nächsten Tage abwarten. Lasst mich mal kurz hier die Fibos aktualisieren. Für den Fall, dass es jetzt kein neues Tief gäbe, schaut euch mal diese Abwärtsbewegung an. Man muss das Fibo-Level von hier sogar nehmen, weil man hier keine signifikanten Reaktionshochs hat. Also man könnte hier den kleinen Seitwärtslauf mit der Kerze vom 14. Mai nehmen. Wäre mir aber zu kurz gedacht. Also hier diese Wegstrecke und dann hätte man tatsächlich hier das ideale Short-Level, um dann nochmal auf den Abwärtsimpuls zu setzen, wenn er denn so erfolgt. Also das derzeit wirklich sehr spannend zu beobachten, was der Währungsmarkt hier an der Stelle treibt. So, jetzt gehen wir mal zu einem Währungspaar der zweiten Reihe. Also Bitcoin hatten wir heute Morgen auch schon im Coverage. Ich sehe gerade Frank, Industriemetalle, Alu, Kupfer, hui. Da muss ich sagen, kenne ich den Chart jetzt nicht wirklich. Palladium habe ich immer mal auf der Pfanne, aber ist jetzt auch nicht mein Schwerpunkt. Rohstoffe müssen wir mal im Separé betrachten. Hier aber jetzt, wie gesagt, gehen wir mal auf den Euro gegenüber dem Neuseeländer. Hoppala, jetzt ist er schon weggeswitcht, da ist er. Hier ganz interessant.
im Big Picture. Und hier auch interessant, weil ich hier ein schönes Seasonal Pattern habe. Das wollte ich eigentlich heute vorstellen, aber heute war mir Gold und Bitcoin einfach interessanter vom Setting her. Und zwar habe ich hier bei diesem Währungspaar Euro Neuseeland Dollar eine interessante bärische Konstellation. Ich zeige euch hier mal den Trade Miner. Und da haben wir hier praktisch mit dem gestrigen Close schon einen statistischen Short, allerdings nur für die nächsten 7/, also 7 Kalendertage, 5 Trading Days, wo es hier im Schnitt tatsächlich 170 Pips zu verdienen gilt, mit einem durchschnittlichen Verlust von 95. Gefällt mir ja gar nicht, das ist ja im Prinzip kein CRV, da ist es ja auf 1,8, genau, ein CRV von 1,8 zu 2. Die Trefferquote mit 80% relativiert das aber, weil wir sehen hier tatsächlich 15 Folgejahre, in dem der Euro gegenüber dem Neuseeland-Dollar während der jetzt dann eben kommenden nur noch 4 Trading-Tage, / 6 Kalendertage, weil der 23.05. war, ach, was erzähle ich, ist ja heute, genau, meine Güte, jetzt war ich völlig im Datum verrutscht. Mit dem heutigen Close haben wir für die nächsten 5 Trading-Tage, / 7 Kalendertage, eben dieses Short-Setup. CRV ist nicht ganz 2 zu 1, aber man sieht, dass es hier statistisch immer eine schöne Schwäche gab. Und da, wo der Neuseeland-Dollar jetzt aktuell steht, gucken wir uns das mal genauer an. Wir sehen heute, wie gesagt, eine Umkehrkerze. Momentum ist definitiv schwach. Und je nachdem, wo der Close heute mal enden wird, aber wir skizzieren das mal vom aktuellen Level her. Wir haben 170 Pips auf der Südseite zu erwarten während der nächsten 5 Tage. Um genau zu sagen, bis zum 29.05. geht das. Das wäre wirklich ein sehr, sehr kurzes Zeitfenster. So. Da der Close und 95 Pips auf der Nordseite. Na, guck mal, da müsste man schon über das heutige Tageshoch gehen. So, Risiko. So. So sieht's aus. Aber es wäre kurzfristig hier eine weitere Schwäche zu erwarten. Und man muss auch gestehen, ich meine, wir haben hier eine Stauzone. Ihr seht, dass wie der Preis immer hier herum oszilliert. Mal nach oben spuckt, mal nach unten. Und jetzt könnte ich mir durchaus gut vorstellen, dass der nächste Move nach unten auf der Agenda steht. Das bleibt jetzt mal schön abzuwarten. Ein Rückgang, guck mal, der Euro hier mit weiterer Schwäche, müsste man es direkt schon anpassen. Crazy, also wir machen fast neue Tagestiefs. Theoretisch ein Trigger wäre das Tief unterhalb des gestrigen Tiefs. Also wenn wir hier runtergehen, da wäre praktisch dann auch wohl anzunehmen, dass wir hier das letzte Reaktionstief dann wieder erfassen, hier vom 13.04. Haben wir hier die Unterstützungslinie. So. Und das wäre auch ein wirkliches Korrekturziel, wenn man das Tief dieser Kerze von gestern unterbieten. Das war ein Low bei 1,6892, also 1,6890. Wenn wir da drunter fallen, dann hat der Markt eigentlich durchaus kurzfristigen Abwärtsspielraum. Kann man Short spielen, gerade wenn sich die Euro-Schwäche weiter ausdehnt. Das mal hier als Seasonal Trade, den hatte ich eigentlich, wie gesagt, heute am Vormittag zum JFD-Devisenradar, dem Livestream auf der Pfanne. Aber wie gesagt, schon Gold und Bitcoin erhielten hier den Vorsprung. Okidoki. Jetzt schauen wir mal, was wir noch an Fragen haben. Wer noch jetzt hier eine Abschlussfrage in den Orbit streuen will, der sei hier aufgerufen, jetzt zu agieren, denn das Radar endet in wenigen Minuten. Und bis es da soweit ist, Euro-Neuseeland-Dollar haben wir besprochen, schauen wir mal auf eins der nächsten Währungspaare. Und da kommt mir zum Beispiel in den Augenschein das britische Pfund gegenüber dem kanadischen Dollar, der gestern hier auch richtig vor die Mütze bekommen hat. Da war ich wieder nicht schnell genug, ansonsten lade ich den Chart gleich ein. Da ist er. Da ist die Verknüpfung schon nicht da wieder mal. Da machen wir es einfach mal so. So, da ist er. So, hier gab es auch eine schöne Entry-Chance, eine schöne Idee hier an diesem Support-Level, auch sehr signifikant. Hoch vom Dezember, hoch vom Februar, Durchbruch im März, wusch. Jetzt dann hier aber eine kleine Stabilisierung und jetzt ist er aber zuletzt auch durchgeknallt. Und wir sehen hier, dass rein statistisch
der Markt hätte hier weiter anziehen können. Wir hatten hier auch einen Seasonal Pattern. Jetzt muss ich das mal wieder rüberziehen. Britisch Pfund Australdollar. Bis zum 25.05. eine mögliche Long-Idee. Die wird sich hier heute, beziehungsweise hier heute, was sage ich, die wird sich oder hat sich vielmehr jetzt schon in Luft aufgelöst, weil, und das ist natürlich das, was ich auch unterstreiche bei diesen Seasonal Pattern, die statistische Wahrscheinlichkeit ist gegeben. Gut, rein vom Trigger, vom Pointing her, vom Score war der eh tief, auch von dem Erwartungswert eher medium. Nichtsdestotrotz, charttechnisch sah das ganz gut aus. Allerdings hatten wir hier 2017 schon Verlust, ja, und jetzt sehen wir hier 2018, am 25. wird abgerechnet, aber auch schon ein rotes Jahr und dann fällt dieses Währungspaar aus der Statistik raus, weil wir dann eine Trefferquote von unter 75% haben. Also im nächsten Jahr ist dieses Setup nicht zu erwarten. Und schade eigentlich, weil in Kombination mit der Charttechnik und diesem Unterstützungsbereich, den wir hier gesehen haben, der jetzt als Widerstand aktiv ist, 1,7945, 1,7950, hat sich hier das Setup wirklich schön dargestellt. Aber wie man sieht, letztlich nicht positiv aufgelöst. Also hier sehen wir die schöne Dynamik. Eigentlich hätte es hier 285 Pips, 290 Pips nach oben gehen können. Die Tendenz war da, letztlich aber dann die Pfundschwäche und jetzt auch noch die Stärke vom Australdollar, insbesondere hier am Vortag, beziehungsweise am 21. am Vorvortag, einfach zu signifikant. Und da ist er eben nach unten durchgeknallt. Gegenwärtige Situation hier jetzt eher on hold. Und da die Unterstützung durchbrochen wurde, das Seasonal Setup nicht aufging, würde ich sogar sagen, hier könnten jetzt Rückläufe möglicherweise geschortet werden, um auf eine mögliche weitere Schwäche zu spekulieren. Das muss man auch hier ganz klar unterstellen und deutet natürlich hier auf das britische Pfund bezogen hin durchaus auch hier eine weitere Schwäche an. Also wir sehen, es gibt viele Möglichkeiten am Markt. Die Lage ist auf jeden Fall so, dass man hier sehr, sehr gespannt beobachten darf, wohin die Reise noch geht. Also am Währungsmarkt im Groben die 28 Top-Währungen betrachten, inklusive Gold und Silber, dann hat man 30 Underlyings, die man in den Korb werfen kann, um sie zu analysieren. Und man muss hier auch nicht unbedingt in Neuseeland oder gegenüber dem Schweizer Franken handeln. Man kann sich hier an den Top 15 X-Pairs aufhalten und dann hin und wieder auch nochmal den einen oder anderen Exotic dazunehmen. Und dann hat man es im Prinzip auch hier schön, den Forex-Markt zu covern. Ganz wichtig. Fragen gab es soweit nicht, bis auf Bernd, wie das Wetter in Emmering ist. Ja, mein Gutster, wir haben hier wirklich bislang noch schönen Sonnenschein gehabt. Und jetzt kurz klingelt das Telefon. Bislang schönen Sonnenschein gehabt und jetzt aktuell trübt es wieder ein bisschen zu, aber trocken, wunderbar. Was will man mehr? Der Mai, Schrägstrich, der Frühling ist da. Und insofern, meine lieben Leute, enden wir auch langsam für das heutige JFD-Devisenradar. Ich sage danke für die reichhaltige Teilnahme. Wer will und kann, darf noch ein Feedback hinterlassen im Chat. Hat mich auf jeden Fall gefreut, euch heute hier wieder unterhalten zu dürfen, Schrägstrich hier ein Stück weit auch Content zu liefern. Warten wir mal ab, was der hier in die nächsten Tage macht, inwiefern sich der Euro überhaupt stabilisieren kann oder ob der Dollar weiterhin seine Dominanz nach vorne prescht. Wir werden es sehen, wir werden es auswerten, spätestens nächste Woche Mittwoch beim Radar. Seht ihr dann übrigens den Markus, weil ich die zweite Pfingstwoche sicherlich offline sein werde, offline verbringen werde. Und insofern hören wir uns ja bei den nächsten JFD-Devisenradar-Sendungen auf jeden Fall, aber dann auch übernächste Woche Mittwoch in jedem Falle wieder. Bis dahin sende ich euch erstmal beste Grüße, wünsche eine sehr, sehr schöne Zeit und auf bald in diesem Sinne. Horido, euer Chris Kämmerer, eine gute Zeit und bis bald. Ciao dabei.